Für den Abbruch der Meisterschaft findet man als Hockeyspieler nur eine Bezeichnung. Was für eine Gurkensaison. Aber Achtung, die geht für den ZSC weiter. Und zwar im wahrsten Sinn vom Wort. Die Hockey-Cracks Bedretti, Brüschweiler, Gehring und Trautmann haben als temporär Erntehelfer vom Gemüseproduzenten nämlich alle Hände voll zu tun. Gurken umbiegen, also die Kiste abfüllen, je nach Größe. Und ja, auf 12 zähle jedes Mal. Das Ganze schmeckt nach einem PR-Gag, aber das ist es nicht. Er könne ZSC-Spieler sehr gut brauchen, sagt der Gemüseproduzent Fritz Meier. Das ist eine echte Hilfe, weil Gurken sortieren ist eine Fleissarbeit. Das geht relativ schnell, bis man verstanden hat, was man machen muss. Und von dem her können sie uns in der kürzesten Zeit sehr hilfreich sein. Auf seinem Areal Zinwil wachsen auf einer Grösse von 6 Fußballfeldern neben den Gurken auch Auberginen und Tomaten. Wegen der Corona-Krise fehlen ihm aber über 30 Erntehelfer aus dem Ausland. Unsere rumänischen Hilfsarbeiter, die bei uns arbeiten, die dürfen im Moment nicht durch Ungarn durchreisen. Und es gibt ganz wenige Flugverbindungen, die von Rumänien nach Basel gehen, dass sie so zu uns kommen können. Und so ist der Gemüseproduzent um jede Hilfe froh. Auch um die SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann. Die Juristin pflückt tagelang reife Cherry-Tomaten. Es ist schon streng. Es ist ein tropisches Klima und man muss halt von morgen bis zum Abend sparen, körperliche Arbeit verrichten, aber es macht Spass. Auch die ZSC-Spieler sind zufrieden. Es macht ihnen nichts aus, während der Erntezeit ab und zu am Nachmittag Gurken umbiegen. Es sei auf jeden Fall sinnvoller, als einfach daheim rumhocken. Ja, es ist sicher eine gute Tätigkeit, die man da vollbringt. Und eben viel zu tun habe ich im Moment eigentlich auch nicht. Man fühlt halt wirklich eigentlich gerade den Nachmittag recht gut. Und ja, es macht auch Spass. Die Idee kommt übrigens von der ZSC-Clubführung. Die Spieler kommen für ihren Gurkenjob den normalen Stundenlohn eines Erntehelfer über. Der wandert aber nicht in den eigenen Sack, sondern in die Nachwuchsabteilung. Zusätzlich gibt Fritz Meier pro geleistete Arbeitsstunde ein paar Franken ins Juniorenkessel. Und so gibt es in dieser Gurkensaison doch noch Gewinner.